Hey, Schaus, Leute, willkommen zurück zur Let's Play Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Mega Mobberei. Ihr kennt mich, ich bin der Typ, der hier weitermacht, ne? Möchtest du den Kampf abschließen? Ja, möchte ich. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Täckchen her, dass ich tatsächlich hier, ne? Ihn hier in America und so. Deswegen, wollen wir mal gucken. Ich weiß noch überhaupt nicht, ob ich noch weiß, wie das Ganze geht. Ist jetzt, glaube ich, eine Woche her? Eine Woche kommt gut hin. Beziehungsweise, ich bin mal gespannt, was der Typ hat. Finsternis Monster. Ich hätte ja erwartet, dass er... nee, Maschinen, aber... gut. Liegt ja meistens nicht so weit auseinander. In America. Hey, Kleiner, ich bin dein nächster Gegner. Der große Bandit Keith. Oh Gott, immerhin haben sie die normale Stimme bei ihm gehabt. Ich bin der amerikanische Ex-Champion. In America. Ich sehe keine Chance, dass mich so eine Rotznase wie du schlagen kann. Ha! Wenn du der amerikanische Ex-Champion bist, dann heißt es doch, dass du jetzt kein Champion mehr bist, richtig? Halt die Klappe, du Ratte. Ich warne dich. Mach nicht den Fehler und unterschätz mich. Wie kannst du es wagen, dich als Champion zu bezeichnen? Oh shit, triggered. Ein echter Champion hält sich immer an den Ehrenkodex, aber du hast betrogen, wo du nur konntest. Du bist tief gefallen, Bandit Keith. So tief fallen nur Versager. Und Drogenabhängige. Du wirst noch bereuen. Gleich wirst du den größten Schmerz deines Lebens spüren. Gleich kommt Bandit Keith, haut dir einfach eine mit so einem Stahlrohr über den Schädel. Dann muss so, fuck you. So, bin ja mal gespannt, was er jetzt so auffährt. Ich erwarte ja ein paar kleine Maschinchen. Ein paar Maschinchen, die tatsächlich problematisch werden können. Donner, Donner. Finsternis, Finsternis, Donner. Überwiegend Finsternis. Sekunde, ich pack mal schnell meine Handy-Dandy, Tabelle raus. Damit meine ich die Anleitung. Ich darf 8 Monster mit mir rumschleppen. Nein. Sobald ich die Tabelle gefunden habe, geht das los. Welche Seite war denn das, for fuck's sake? Ich pack mir dabei so ein Lesezeichen rein. By the way, ich habe mir mal angeguckt, zu was die ganzen Viecher mutieren können und fusionieren und hast du nicht gesehen. Ne, Kuribo, bleib hier. Zieh ab. Also wir bräuchten Licht und Erde wäre gut. Ja gut, den hat es das letzte Mal zerstört, da war er ja noch. Wind ist ja ganz okay eigentlich. Stimmt, dich brauchen wir. Du bist noch fit, dich nehmen wir mit. Shit, Babydrache ist down. Ich habe langsam das Gefühl, den 1000 Drachen können wir uns richtig hart abschminken. Also vorerst zumindest. Du hast 300 PP, alter Verwalter. Du kommst mal in die engere Auswahl. Du bist down. Ja, Bakura hat uns ordentlich vermöbelt an manchen Stellen. Mon Lavas nehmen wir mit. Ist eine gute Wahl. Ja, stimmt, das haben wir Bakura abgezockt. Ein beiberufener Totenkopf, da kann er eigentlich auch nichts von machen, aber der ist immer gut. Drachenfluch. Ja, unsere Waifu ist down, da müssen wir erstmal mitleben. 5. Zur Not packen wir Drachenfluch wieder weg. Und ich will nicht einen nicht gelevelten Skelle-Engel mitnehmen, das wäre Blödsinn. Wir nehmen mal die Turbo-Ente mit. Zeitzauberer irgendwie nebenbei leveln, auch wenn das Ding absolut nichts tut. Was können wir denn noch richtig mitnehmen, was... Du bist eigentlich gar nicht mal so schlecht. 51 haben wir noch. Huch. Können wir noch ein Luschenmonster mitnehmen. 51, shit. Dann nehmen wir einen Stahlskorpion mit, würde ich sagen. Wollen wir mal gucken, welchen... Du hier.
Weil du hier hast, glaube ich, noch gar nichts. Judai, danke dir fürs Followen. Warte mal, Level Up 70 heißt es jetzt. Hat der oder hat der nicht? Shit, welchen von beiden habe ich denn jetzt schon? Ah ne, da Erfahrung, 53. Du hast 30 Erfahrung. Das heißt, wir nehmen dich mit. Dann haben wir 8 und passt das auch. Zumal den Stahlskorpion können wir für später tatsächlich noch gebrauchen. So, manuelle Platzierung, bitte. Ah, nee. Aber doch, dich. Da ist er. Die Ente schicken wir mal wieder auf Turbogang. Das ist ja mal gar nicht mal so schlecht. Zeitzauberer bewegt sich diagonal. Das heißt, dich können wir auch hierhin platzieren. Das stört dann nicht. Kann sich trotzdem bewegen. Stahlskorpion, du warst so. Packen wir dich mal hier hin. Das war an sich blöd. Aber gut, das ist nicht meine erste blöde Aktion. Du bewegst dich auch diagonal. Dich können wir hier hinpacken. Du kannst dich ganz schön weit bewegen, mein Teaser-Freund. Drachenfluch. Bewegt sich auch diagonal. Können wir hier hinpacken. Dich packen wir mal hier an die Front. Und unseren Flamblayer, der kommt hier hin. Ich mag sowieso wie lieber, wenn der ein bisschen weiter hinten ist. Ich meine, der macht Schaden ohne Ende und es wird einfach nichts aus ihm. So traurig das auch ist. Ich habe nachgeguckt, aus dem können wir nichts machen. Ich duelliere mich. Ich duelliere mich, ja, tu das mal. So, dann gucken wir mal. 30. Wie viel haben wir? 200. Uiuiuiui. Ja, gut. Wollen wir mal erstmal den Skorpion rauskriegen und den Zeitzauberer. Dann haben wir noch 130. Und die können im nächsten Zug wenigstens. Du kostest eigentlich so gut wie gar nichts. Come on. Ja, komm. Und dann von hier aus können wir noch ihn hier. Erstmal den Kleinkram beschwören. Mal gucken, was er daraus macht. Er hat nur 6? 6 Monster? Immer dran denken. Geld regiert die Welt. Aha. Gut zu wissen. Na, was hast du? Nadel. Ist das ein Nadelball? Ist noch ein Nadelball? Okay. Okay, 2 Furzkissen. I'm so afraid. Ich werde da. Ja, ja. Gehen wir gleich mal ein bisschen, ne? Gehen wir gleich mal ein bisschen radical. Beziehungsweise hier. Zwingen wir ihn einfach mal dazu. Hier was zu beschwören. Ach, da hat er noch eins. Er hat 7. Ich habe das eine nicht gesehen, weil es hinter einer Säule versteckt war. So, wen schicken wir denn da mal nach vorne? Das ist für Finsternis. Jetzt habe ich hier natürlich kein Lichtmonster. Und Finsternis ist gut gegen Erde. Also, I straight up fucked myself. Shit. Fuck. Ja gut, Lava. Mon laberst. Du laberst. Gut, dann macht ihr mal hier jetzt auf Verteidigungsfront, würde ich sagen. Drachenfluch. Du, ja, du kostest 103. I straight up fucked myself. Und warum sind da Löcher im Boden? Die sehe ich jetzt erst. Das gibt mir zu bedenken. Okay, die bewegen sich diagonal. Also im Grunde habe ich alles so schlecht platziert, wie ich nur konnte. Ich habe meine Lichtmonster zu seinen Donnermonstern geschickt und meine Erdemonster zu seinen Finsternismonstern. Ich habe es also im Grunde genau falsch gemacht, ich Vollidiot. Aber dafür bin ich jetzt schon voll.
Ah, fuck. Was haben wir denn da jetzt? Donnerwolke. Das Ding kann sich nur diagonal bewegen. Sprich, hier und hier. Kann dann aber auch nur diagonal angreifen. Das ist gefährlich. Me no likey. Da passiert ja nichts. Und ja, dich müssen wir erstmal dahin packen. Du rückst nach. Dich beschwören wir jetzt mal nicht. Wie bewegt ihr euch? Ach du Scheiße. Ihr seid solche Viecher. Das heißt, du kannst hierhin, nicht dahin, nicht dahin. Du kannst jetzt also nur dahin. Und dann wie angreifen? Zwei nach oben und zwei nach... Also dahin. Gut, das heißt, du bist hier vollkommen safe. Dich packe ich mal hier hin. Ich denke mal nicht, dass dir da was passieren sollte. Ich kann hier hoch. Oh, Mon Lava Sneak Attack. Okay. Zug beenden, bitte. So, vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht können wir uns ja irgendwie richtig brutal zu ihm durchsneaken. Ich meine, wir schicken die Turboente schon quasi auf dem Weg dahin. Okay, der geht dahin und mit dem rückt dann nach. Das haben wir ja schon fast gedacht. Aber er beschwört nichts weiter gerade. Ich bin hier schon voll, also... Moin, ne? Shit. Ja, natürlich ein Problem. Der bewegt sich nur diagonal, kann aber dann so angreifen. Kann nur diagonal angreifen. Das heißt, wenn ich ihn hier hinstelle... Sekunde, warum will ich mich mit meinem Zeitzauber so in Gefahr begeben? Wäre doch retarded. Ich meine, wir können mit ihm hier... Wir können uns genau vor ihn stellen. Das bringt uns nur leider jack shit. Macht dann aber Zanke bis zum Erbrechen. Und er kann uns dann nicht angreifen. Richtig? Ich meine, er kennt... nee, er kann ja auch nur diagonal angreifen. Sprich, er kann nur hier, wenn er sich hierhin bewegt. Wisst ihr was? Wir gehen ihm jetzt richtig hart ins Face. Ja, was willst du machen? Der hier will was machen. Scheiße, er hat mich genau in die Angriffsreichweite gestellt. Aber vielleicht kann ich ihn ja dazu bringen, weil meine Ente wird ja wohl einen Angriff aushalten. Ja doch, die hält einen Angriff aus. I hope. Scheiße. Oh Mann. Okay. Das ist die Seite. Wie machen wir das jetzt hier? Du kannst da angreifen. Das ist gut. Aber wie machen wir das mit dem Drachenfluch? Du bewegst dich ja nur so. Würdest aber wahrscheinlich eher einen Angriff von den Dingern aushalten, als er hier. 244 beide. 170 Angriff. Ich glaube, da schicke ich eher dich hin. Du machst mehr Schaden, beziehungsweise kannst vielleicht sogar einen direkt wegbolzen. Na gut, direkt wegbolzen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gehofft. Aber er kann damit gut was anstellen. Ich bin Zombie. Have a file. Shit's lit. ...176, der macht so viel Schaden. Werd nicht übermütig, Kleiner. So, du kannst hierhin. Ende. Und jetzt können wir eigentlich unseren... Ja, jetzt können wir die anderen beiden beschwören. Damit sind wir schon mal wirklich eine Front. Da muss der Dude erstmal dran vorbeikommen.
Da muss er erstmal mit diskutieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hat noch 3 Monster in petto. Wie kann ich gegen so einen Zwerg verlieren? Na komm jetzt, Mann. Wir haben gerade erst angefangen. Deine AP sind zwar noch nicht mal ansatzweise voll. Und du läufst gerade meiner Ente einfach mal eiskalt entgegen. Und willst meinen Stahlskorpion haben. Das muss ich leider jetzt akzeptieren. Den habe ich leider so blöd platziert. Aber er lässt meine Ente in Ruhe. Oh mein Gott, du siehst aus wie ein rejectedes Pokémon. Pikachu's Original Design. Das Problem ist... Wenn du nicht mehr Schaden anrichtest, wirst du mein Monster... Blblbl. Das ist ein Stahlskorpion. Das wäre jetzt auch nicht so... Ja gut. Easy. Das hält ja meine Ente locker. Pass auf. Pass auf, was meine Ente gleich anstellt. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Autsch! Ja, er ist eine Glaskanone und damit habe ich nicht... Ich glaube, ich habe meinen Sniper zum Sterben geschickt. Fuck! Habe ich letztens Pokémon Lavas bewegt? Scheiße, ich glaube nicht. Au! Ja, ist okay, Yami. Ist okay. Fuck! Ja, da bin ich aufgepasst. Erstmal meinem Drachenfluch jetzt genau vor der Nase. I fucked up. Geh nach Hause und spiel mit deinem Teddy. Oh, sick burn! Ist das ein Goblin? Was ist das? Okay, ich glaube, ich habe mich ein bisschen misplayed. Mon Lava schicken wir mal weiter hier hin. I misplayed hard. Das Ding bewegt sich. Das Ding kriegen wir weg, oder? Das kriegen wir weg, oder? Ja, kriegen wir. Okay, Moment, dann machen wir das anders. Dann schicken wir jetzt erst die Ente hier hin. Und lassen den Zeitzauberer den Kill. Der kann das nämlich um einiges eher gebrauchen. Gib es zu, ich weiß, dass du schummelst. Wobei, scheiße, warum habe ich den Zeitzauberer überhaupt mitgenommen? Ich glaube, ich brauche eher den Drachen auf 5. Das war das. Na gut, der ist weg. Wir haben aufgeholt. Dich, warte mal, du kannst dich hierhin bewegen. Du könntest meinen Zeitzauberer angreifen. Nani? Kapseln da und Kapseln dort. Aber ob der Shadow dabei schummelt? Gute Frage. Ich schummel nicht. Viel Spaß damit. Ich schummel nicht, aber vielen Dank für die Bits, mein Dude. Schummeln, ich glaube, es geht los hier. Shit. Fuck, I fucked up. I fucked up. Oh shit, weil ich ihn hier... Oh nein. I fucked up. Oh, das sieht jetzt mittlerweile nicht mehr gut aus. Das ist ein Skorpion, ne? Ja, das sieht aktuell nicht gut aus. Fuck. Das sieht nicht gut aus.
Okay, damit geht er zurück. Geht er dahin? Alter! Au! Jesus! Ein heftiger Schaden. Ich muss jetzt... Oh, nee. Dieser Typ ist mit nichts zu vergleichen, was du bisher gesehen hast. Was hast du... Finsternis, was hast du da? Wie fühlt es sich an, so weggepustet zu werden? Scheiße! Pistolendrache? Fuck! Jetzt stecken wir in tiefer Scheiße. Ja, macht nicht mal ansatzweise genug. Oh, I fucked up. Aber Lavas, Mon Lavas kann da helfen. Nicht viel, leider. Ja, wir müssen jetzt mal... Ich hätte den Drachen zu gerne, ich muss nur hoffen. Das wird nicht easy. Vor allem, ich kriege ja hier nicht mal einen Nadelball fertig. Ich werde ja nicht mal mit dem Nadelball hier fertig. Shit. Nur Brox, danke für den Sub! Und mit ihm hier brauche ich viel zu lang gerade. Wie sind denn deine Stats? Schießdrache! Oh, fuck, ey! Alter, ist das Ding fix! Fuck, Boggin. Okay, warte mal. Wie, drei Bewegungen war das? Ne, zwei Bewegen, drei Angriff. Wenn ich mich da hinstelle, bin ich ein offenes Ziel. Also stelle ich mich... Stelle mich hier hin? Und krieg dann nicht auf den Sack. Das kann auch noch hinhauen. Also, soweit kann er sich nicht bewegen damit. Oh Mann. We are royally fucked. Ich bin dazu verleitet, den Zeitzauberer einfach nur hinzustellen. Als Bait. Nani? Würde der Shadow schummeln, würde er einfach alles verbrennen. Da Shadow ein freundlicher Pyro ist und Ehre hat in einem Duell, wird er das Match ohne einen Cheat schaffen. Aber mal eine Frage. Kennst du die Spielereihe bzw. Anime God Eater? Yes, ich habe God Eater 2 Rage Burst mal für die PS4 gespielt, aber nach knapp 14, 20 Stunden so in etwa, weiß ich auch nicht mehr, aufgehört zu spielen. Es wurde mir dann irgendwo zu langweilig. Die Charaktere haben mir nicht so gefallen. Das Gameplay war aber nice. Du wirst untergehen, Kleiner. So, ich versuche gerade ihn einfach, ja genau, ich versuche ihn hier so ein bisschen in die Enge zu treiben. Ich glaube nur, das Problem ist, mein Plan wird dann nicht ganz aufgehen. Ja, aber ein Zeitzauberer Bait gerade, mehr nicht. Danke für die Bait! Zumal diese Bälle da, ne? Aber er hat sich nicht bewegt. Mon Lavas kriegt das Ding also... Shit. Alter! Ich habe immer noch eine Chance. Ja, aber sie wird mit Sekunde von Sekunde kleiner. Oh mein Gott. Er überlebt. Scheiße, ich hätte mal anmachen sollen. Das hätte ich zu gern gesehen. Alter, der Zeitzauberer überlebt. Vor allem, er rückt immer weiter vor. Und ich will den Schießdrachen. Gut. Jetzt müssen wir langsam mal so weit denken, dass wir uns hier ein bisschen in Sicherheit bewegen. Auch wenn das einfach mal 50 Punkte kostet.
108. Ich brauche mindestens 3 Angriffe, um das Ding zu besiegen. Mindestens. Zumal, wenn mein Positioning so scheiße ist. Denn damit könnte ich mich... Ja, ich bin damit im Nachteil. Aber wenn ich mich... Wieso kann ich mich hier nicht hinbewegen? Weil das Ding die Straße blockiert, oder was? Kann ich... Wir sind gerade echt scheiße platziert. Ich kann meinen Zeitzauberer nicht wegbewegen. Ich muss mit ihm erstmal gucken, dass wir hier das Ding umgefahren kriegen. Wenigstens etwas. So, wenigstens hier mal eine Bedrohung weg ist. Den Stahlskorpion hier oben, da können wir uns später noch drum kümmern. Er braucht zu lange. Ich schicke ihn erstmal nach hinten als letzte Stütze. Sollte da wirklich noch... Achso, nee. Was heißt hier Fähigkeiten? I don't have any. Ich kann nur den Pistolendrachen angreifen. Ein Schießdrachen. Und wenn ich mich bewege, könnte ich hier hin und ihn hier angreifen. Für 66 Damage. Aber es ist besser, so kriege ich wenigstens den Weg ein bisschen frei. Beziehungsweise kann ihn hierhin platzieren, angreifen und mache immer noch nicht genug Damage. Fuck! You weakling! Das war eventuell ein Fehler. Ich stecke echt in der Klemme. Du wirst verlieren. Ja, das würde ich sogar einsehen. Er haut aber auch immer weiter ab. Und da geht Mon Lavas. Fuck. Das heißt, als nächstes knöpft er sich meine Frontline. Oh shit. Ja, damit habe ich gerechnet. Damit habe ich durchaus gerechnet. Shit. Oh shit, das Ding hat Zähne. Oh mein Gott, it's huge. Oh mein fucking Gott. Wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was ist krasser als ein Radikalbeam? Richtig, 3 davon. Oh fuck. Ja, nee, das sieht nicht gut aus. Das können wir uns, glaube ich, hart in die Haare schmieren. Das können wir uns, glaube ich, richtig hart wegschmieren. Es ist auch nicht so, dass es das einfach starke Monster habe. Ich habe einfach mega scheiße geplayt zu Anfang direkt. Ich habe einfach meine Schwächen direkt nach vorne geschickt, wie so ein Idiot. Deswegen, das war mein Fehler. Ich habe zu Anfang wirklich den größten Fehler gemacht. Deswegen mal gucken, ob wir hier noch irgendwas rausholen können. Ich bezweifle es, weil ich habe hier nur noch meine Ente und meine Ente ist angeschlagen. Wie viel Schaden würde das machen? Es wäre sogar decent Damage. Aber ich bezweifle, dass hier noch irgendwer... Ich habe nur noch 2 Monster, richtig? Gegen 5. Eins davon ist ein Bossmonster. Ich habe wenig Hoffnung. Um genau zu sein, eigentlich habe ich gar keine mehr.
Weil die Ente wird gleich höchstwahrscheinlich überfahren. Und wenn das der Fall ist... Hat er meinen Drachenfluch nicht schon längst überfahren? Da geht meine Ente. Scheiße, tut das Ding weh. Hab ich echt noch meinen Drachenfluch? Nee. Wenn ja, dann war das noch ein kolossaler Missplay von mir. Ja, der steht da in der Ecke. Ich fucking Vollidiot. Ich verdammter Schwachkopf. Ich hab das Ding die ganze Zeit da stehen und ignoriere es, weil ich es vergessen hab. I am an idiot. Ja, wir können tatsächlich noch ein Monster besiegen. Oh, fuck. Oh, wir sind royal geschraubt. Aber immerhin können wir jetzt den Fluch des Drachen mal sehen. Ja, das Ding ist so nice. Oh, geiles Monster, aber ich glaube, das ist jetzt Game. Wir haben nur noch Fluch des Drachen und Beauftragten der Dämonen. Aber ich werde versuchen, da noch einiges an den Erfahrungspunkten rauszukriegen. Und mein Beauftragter wird mich beschützen. Nani? Tsugi no Round de Aido Tsukuro Kotoga Dekimasu. Soshite Anata Wakare Ni Anata Ganani Osuro Kotoga Dekiruka Oshimesu. Nächste Runde schaffst du den Gegner. Und dann zeigst du ihm, was du ihm antun kannst. Antun? Oh, manchmal ist dieses Text-to-Speech so geil. Antune. Das klingt, als wäre es ein Auto. Aber vielen Dank. Auf einmal war alles japanisch. So, da ist der Schießdrache. Jetzt schickt er mir seinen Goblin entgegen. So, mal gucken. Nein. Chill mal. Ich kann hier angreifen. Und relativ guten Schaden anrichten. Ich mach das sowieso noch. Also hier, ich meine, ich kriege Erfahrung dadurch. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich ihm nicht hier in die Arme laufe. You can't do shit, bro. So, ich habe tatsächlich meinen Fluch des Drachen vergessen. Ich fucking Idiot. Vielleicht kriegt er noch ein Monster zerstört. Who knows? Wobei, wahrscheinlich kommt mir gleich der Schießdrache entgegen. Oder? Nee, ich glaube, das kann der gar nicht. Da ist ein Loch. Da ist ein Hole. Aber das Ding ist ein fucking Sniper. Ja. Oh mein fucking Gott. 170 Damage. Das Ding ist an sich nicht mein Problem. Und er kann sich in Reichweite begeben. Das ist doch ätzend. Leck mich am Arsch. Scheiße. Ah, fuck. Ja, das war unnötig, Moid. Angreifen kannst du damit eh nicht, aber ich gönn mir das mal als Snack. Bitte, was? Ah! Warte mal, wie viel hast du noch? Wisst ihr, ich will es einfach mal sehen. Ich will mal wissen, wie das ist. Ja, mach mal. Thunder! Ganz vergessen, dass der sowas kann. Kostet aber auch eine Menge Punkte. So, ich bunker mich jetzt ein. Fuck you. Du musst schon zu mir kommen, du Sack. Diese Front kriegst du nicht so.
musst du dir schon verdienen. Warte mal. Du kannst dich... Oh, warte mal. Er kann sich nur hierhin bewegen. Warte mal. Eins, zwei... Scheiße, ich glaube, er kann hierhin. Komm einfach mal her, mein Freund. Komm einfach mal her. Und dann diskutieren wir, ja? Was hat der denn jetzt vor? Stellt sich einfach auf so einen Sarkophag drauf. Digga, das ist unhöflich. Weißt du was? Ich nehme noch so viel von deinem Kruppzeug mit, was ich kann. I will die in battle! Acht Leben hat das Scheißding, ey. Das ist ja wohl ekelhaft.